Herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition Folge 28. Wir sind hier in Greenvale kurz vor dem Stakeout zusammen mit George und Emily und Thomas in der Bar von Carol. Und da wollen wir jetzt als nächstes hin, haben allerdings noch Zeit bis 22 Uhr, deswegen schauen wir hier nochmal auf die Map, genau. Wo ist es denn? Und müssen jetzt noch ein bisschen die Zeit verbringen. Und wie machen wir das am besten? In Deadly Premonition, wir rauchen eine. Selbstverständlich. Da dreht sich die Uhr schön nach vorne. Zack, kurz vor 10. Perfekt, auf geht's zur Bar. Oh, die Uhr schlägt auch im Hintergrund. Sehr schön. Sieht eigentlich ganz schön aus hier, die Abendstimmung in Greenvale. Haben sogar so eine Lichterkette da errichtet, erstaunlicherweise. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob sich hier tatsächlich jetzt Nick und Diane heimlich treffen. Und hupsala. Ein kleiner Stunt noch, damit wir ganz unauffällig an die Sache rangehen. Okay, naja, schauen wir mal, was jetzt abgeht hier. Nick's still in the bar. Just as we planned, then. I wonder what happens next. Agent York, you're really enjoying this, aren't you? I have to admit, I envy that. Ist doch ziemlich hell für 22 Uhr anscheinend, helle Mondnacht. Oh. Aber Regen. Agent York, Nick is leaving the bar. What about Diane? She isn't here tonight. Emily, check that with George. George, can you hear me? Nick's leaving the bar. What's happening with Diane? No movement. Tell me what to do here. Stay put, George. I'm thinking Nick will head to the gallery. Let's meet up there. 10-4. Copy that. Okay. Nick fährt von der Bar direkt zur Galerie. Ah, da geht er jetzt gerade. Und Thomas springt bei uns mit rein. Okay. Time to play with the big boys, Nick. Jetzt werden wir erstmal schön Nick verfolgen. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen auf Abstand bleiben, schätze ich mal. 60 Yards. Weiß nicht, heißt die blaue Schrift jetzt, dass der Abstand irgendwie okay ist wahrscheinlich, oder was? Mal sehen. Bisschen näher. Ah ja, dann wird's gelb, okay. Also lassen wir das mal im blauen Bereich. Bis zur Galerie, weiß ich jetzt gar nicht, wie weit das ist von hier. Auf jeden Fall wieder angenehm doller Regen. Da wünscht man sich doch in diesem beschaulichen Örtchen selber zu wohnen. Dauernd Regen. Axtmörder unterwegs. Zwei tote Frauen. Ah, zu weit weg darf man auch nicht sein anscheinend. Okay, dann bleiben wir mal etwas näher. Zwischen 50 und 100 Yards anscheinend. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt die Sirene anmache? Wäre wahrscheinlich auch schlecht. Oder so. Ganz schönes Geschleiche allerdings. Was fahren wir hier? 20 Meilen? Wieso fährt der so langsam, Nick? Hast du gerade fett gesoffen in der Bar? Da musst du doch eigentlich hier einen Bleifuß jetzt haben, ey.
20, 10 Meilen fährt er. Das ist ja irgendwie gar nichts. Verstehe ich nicht. Oh, jetzt sind wir. Oh, achso, er biegt ab. Nicht zu nah. Okay. Ging gerade noch mal gut. Was für ein Schleichfahrer. Das will ein Frauenheld sein. Naja, gut. Die Leute in meinem Auto wollen leider auch gerade nicht mit mir reden. Das ist natürlich ein Jammer. Alle total angespannt. Oh, jetzt ist Berg. Jetzt fährt er nochmal langsamer hier. Anfahren am Berg. Fahrschule. Fahrschule 101. Schön, ne? Dieses Regen. Diese Ambient Sounds vom Regen. Ich frag mich, wie die erstellt wurden. Indem einfach jemand Alufolie in die Hand nimmt und dann dauernd hin und her wackelt. Okay, jetzt sind wir an der. Was ist eigentlich? Ist das eine Küste? Hier haben wir ja. Das ist ein Fluss, ne? Das ist der Fluss. Da haben wir ja die Lock Lady neulich mal eingesammelt. Das kann sich nur auch um Stunden handeln. Man kann auch gar nicht sehen, das Ziel ist auch gar nicht markiert. Diese gelben Pfeile sind ja wieder nur diese Brücke, die nicht weggehen will, warum auch immer. Ah, dafür zeigt die Uhrzeit mein Geburtsdatum gerade. Jetzt nicht mehr. So. Tja, was könnte man jetzt hier. Man könnte eigentlich ein paar Witze erzählen in der Zeit, finde ich. Denn die Fahrt ist so lang und weilig, dass man sie etwas kurz und weiliger machen kann. Also greife ich mal gerade mein Handy hier. So, das Problem ist allerdings, wenn ich mein Handy greife, dann hat mein. Haben meine Kopfhörer. Ja, okay, leider kann ich nicht zu meinem Handy greifen, weil meine Kopfhörer dann immer. Meine Funkkopfhörer sind nämlich auf der gleichen Frequenz anscheinend wie die Sendestrahlen von einem Telefon. Wer sich das wieder bei Logitech hat einfallen lassen, verdient auf jeden Fall auch den Mitarbeiter des Monats. Schon wieder war ich weg. Mein Gott, jetzt. Jetzt ist er hier die Störung auf allen Frequenzen. Also, leider bin ich selber im Witz erzählen total schlecht, deswegen hätte ich etwas nachgucken müssen. Fällt mir noch irgendeiner ein? Nee, bevor mir irgendein schlechter einfällt, hoffe ich lieber, dass die Fahrt schnell zu Ende ist. Was erwarten wir jetzt eigentlich in der Galerie zu entdecken? Diane, okay. Mit dem Locket? Ne, warte mal, das Locket hat ja Carol von Diane inzwischen entwendet. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Und wer war jetzt nochmal Carol? Das ist halt auch immer schlecht, dass ich irgendwie immer noch nicht alle Namen Gesichtern zuordnen kann. Carol. Carol, Carol, Carol. Ist Carol die in dem. In der Milk Barn? Ne, oder? Oder doch? Oder nein? Ist mir jetzt gerade etwas unklar. Und in dem Locket, was könnte da wohl drin gewesen sein? Da sind ja meist irgendwelche Bilder von Menschen drin, die einem nahestehen.
Der Stand jetzt Anna nahe? Tja, ihr Mörder vielleicht. Deswegen hat es solche Brisanz. Ich sag ja immer, bei Twin Peaks war es ja auch so, dass der Mörder irgendwie... Also ich verrate jetzt nicht, wer bei Twin Peaks der Mörder war, aber... Das ist ja nicht nur bei Twin Peaks allgemein, meine ich ja auch... oftmals eine Person ist, die einem nahe steht. Oder die man... Der man zumindest... Also die man kannte in irgendeiner Form. Oder zumindest die einen selbst kannte. Meine Herren, das ist aber wirklich eine spannende Verfolgungsjagd hier. Wäre, glaube ich, doch spannender gewesen, wenn wir Nick darüber informiert hätten, dass wir ihn jetzt verfolgen. Dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr aufs Gas getreten. Aber naja, so sehen wir die schönen Landschaften von Greendale. Green, wie heißt es denn nun? Greenvale, so. Ach, guck mal. Ist wir jetzt zu nah dran gewesen? Nee. Das war jetzt, glaube ich, hoffentlich mal geplant. Ah, jetzt gibt es noch hier fette Zwischensequenz, ey. Boah, krass. Alles Schwede. Emily schreit mit geschlossenem Mund. Someone's putting a curse on all the cars I drive recently. Agent York, Nick's getting away. Don't want the time to get serious. Hold on, you two, this might get bumpy. Okay. Ah, da ist unser George und weist uns ein. Is Nick here? George. No, he hasn't showed up here. What? What about Diane? Any movement? No action here at all. Did something happen? Has Nick übrigens shown up? Yes, a little. But George, something's different about you. Are you okay? Actually, I had a little drink while I was waiting. This is my first murder case, after all. I'm on edge, and I needed one. It was only a little, though. Naja, dann könnte er Nick auch übersehen haben, der alte George, wenn er hier schon rumtrinkt. Locked. Zack, Nick and Diane are probably both inside. Das würde ich auch vermuten. George, you're sure you didn't see Nick? Positive. I haven't taken my eyes from the entrance all night. Not that I don't trust you, George. But I'm positive Nick is here. Is there another entrance? Wo soll auch sonst sein? Not that I know of. Well, I'll go look for one. Help me out if you can, would you? Oh, ich höre im Hintergrund Otherworld. Oh, und der Himmel ist auch ganz schön otherworldly. Schön krass aus. Schönes Regencape wieder an. Und erstmal schön saven. 0:05 Uhr. Und die Zeit ist rot. Steht die jetzt oder was? Hier ist Thomas, was hat der zu sagen? Ja, das kann natürlich sein. Ah, erstmal hier hinten ein paar Medaillen einsammeln. Ding, ding, ding. Hier können wir schlafen, wollen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? Zwiebel. Nimm die Zwiebel. Oh. Anscheinend eine Respawning-Zwiebel. Okay, jetzt hier weiter. Da hinten ist noch eine Sammelkarte. Sind hier jetzt schon Gegner oder nicht?
nochmal draufhauen. Okay, hier ist zu von Scheiß. Das geht auch nicht. Da sind schon fette Zombos. Okay, schleichen wir uns erstmal da zur Tür hin. Ah, hier ist noch eine Medaille. Aber ansonsten ist hier, kann es nur durch die Tür eigentlich gehen. Open up, man. Locked. Okay, sehr ätzend. Da ist ein Schloss davor. Müssen wir vielleicht die erstmal beide erledigen, bevor es aufgeht? Probier es mal. Wie Schläge braucht man denn mit dem Messer? Ja. So, die andere noch. Zack. So, und nu? Lebt sie noch was? Ach, es kommen neue. Okay, dann ist. Der hat mich jetzt geschnappt, der Hund. Get off me! Gott sei Dank. Okay. Hat dich auch noch weg. Und dann. Passiert auch leider nichts weiter. Und es kommen mal wieder neue. Ja, okay. Das ist anscheinend also nicht der richtige Weg. Dann schauen wir mal zurück auf die andere Hausseite. Würde ich mal sagen. Vielleicht ist da ein bisschen mehr was los. Mal mit Emily quatschen. Ja, sehe ich genauso, vielen Dank für die Zustimmung. George hat sowieso gerade besoffen. Ah, guck mal, hier ist noch ein Weg. Ah, ist sogar offen. Was ist das da am Boden für ein... Okay. Ist irgendwie nichts anscheinend. So, dann wollen wir mal an den vorbei. Da hinten ist noch eine. Zack, zack, zack. Sehr schön. Jetzt kommen sie ja aber aus dem Boden gewuselt. Rechts oder links geht's lang. Probiere ich es erstmal rechts. Oh, hier ist die Sammelkarte. Sehr schön. Nick Cormack. Also war er wahrscheinlich hier. Wenn er schon seine Sammelkarte hier hinterlässt. Die hinterlassen ja die Leute alle selbst, oder? Wie ist das genau? Ach, jetzt versperrt die hier den Weg. Oder? Na? Sehr ätzend. Komm mal ein bisschen weg da. Genau. Perfekt. Danke fürs Warten. Dann jetzt hier durch. So viel Haltbarkeit hat leider meine Crowbar gar nicht mehr. Aber es hat schon gereicht. Noch ein Tor. Alright. Ah, jetzt sind wir hinter der Tür. Sehr gut. Jetzt kann ich die auch aufschießen wahrscheinlich. Um einen Shortcut zu kreieren. Ja, sehr gut. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Hütte. In die Hütte, denn da geht's wahrscheinlich weiter. So ist es. Oh, ganz schön hell in der Hütte. Eine Leiter. Die führt wahrscheinlich unterirdisch in die Galerie, oder was? Oh Gott, Emily kommt angeschlichen. Emily, I want you guys to... Wait out here, I know. I'm not gonna fight you about this anymore. But
Promise me this. If there's trouble, then you'll call us in, okay? You might not think so, but we're a team. A team? That's what I think, at least, and I'm interested in you and Zach. I don't want anything to happen to you before I hear more about you two. Sehr lieb von dir, Emily. Weiß ich sehr zu schätzen. Oh, jetzt sind wir richtig in der Other World, wo es ja irgendwie gerade auch schon sowas war. Erstmal eine rauchen. Zach, did you hear that? She wants to know more about you. Isn't that a nice surprise? Amazing. Naja, vielleicht wird's ja doch noch ein Happy End mit York und Emily geben. So. Ah, hier ist erstmal ein Saving Phone. Das wollen wir unbedingt machen, aber ein bisschen weiter spiele ich jetzt hier noch. Das ist erst 20 Minuten in der Episode drin. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein Kellergewölbe. Ah, hier, guck mal, hier geht die Galerie schon los. Das ist die Spezialabteilung. A scenic painting of a red tree, torn to shreds. Achso, ups. Hier lässt jemand wahrscheinlich die Wut an den Gemälden aus. So, und hier ist ganz schön viel los, muss ich sagen. Ja, ja, geh mal weg hier. Na, ja, sehr schön. Ist hier noch was? Oh, hier ist noch ein Mission Knife. Ja, das können wir ganz gut gebrauchen. Crowbar geht ans Ende und das andere Messer hat auch nicht mehr viel Haltbarkeit. Und hier sind wieder ganz schön viele Monster-Action. Ist immer ätzend, dass, wenn man sich die Luft anhält, dass er nur so langsam sich dreht. Da muss man mal gucken. Ist hier noch was? Naja. Nischt. Aber wenigstens komme ich gut vorbei an denen. Okay, da geht's wohl weiter, ja. Ein Blutfleck an der Decke und an der Wand. Zum Kotzen. Oh, wer guckt denn da uns vom Gemälde an? Sind das Särge? Ah, der grüßt uns? Creepy Smile, ja, das stimmt. Das hier Särge oder was ist das? So, okay. Sehr angenehm. Oh, ein langer, nebliger Gang. Da kommen wieder viele Leute aus der Wand wahrscheinlich. Schnell durchrennen. Durchhängt wie ein Gauntlet hier quasi. Okay, war nichts. Ah, Cutscene. Oh, was jetzt? Was geht ab? Zieh die Waffe. Okay, ich hätte lieber eine Pistole gezogen. What the fuck? Irgend so ein The Ring asiatisches Horrormädchen, ey. Die kommen jetzt auch noch, oder was? Krasser Smile, ey. Okay, ballern wir ab, oder was? Jetzt kommt sie angeschisselt. Jetzt hat sie uns schon. Get off me. Okay. Also so ist schon mal scheiße. Nach oben zielen kann ich gar nicht. Oder was? Aber hier ist auf jeden Fall mal zu. Nee, ich kann nicht so weit nach oben zielen. Das ist eine Scheiße. Bisschen weiter weg, dann treffe ich vielleicht. Nee, immer noch nicht, hä?
Na, wenn ich sie nicht treffen kann. Ah, okay, jetzt. Ah, jetzt kommt sie. Okay. Wow, jetzt ist sie zur Seite ge... zur Seite geswitcht. Ah, da kann ich sie treffen. Kann ich sie treffen? Oh, jetzt macht sie schon wieder. Ah, jetzt treffe ich sie nur. Wenn sie nicht trans... evade. Okay, krass. Kann ich sie jetzt treffen? Nee. Ich glaube, da treffe ich sie nicht, wenn sie so transparent ist. Schieß! Jetzt schon wieder scheiße. Oder doch? Treffe ich sie doch? So, jetzt wenn sie runterkommt, zack, 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 genau. Jetzt wobbelt sie wieder zur Seite. Okay, also langsam erkennt man ein Muster. Holt sie da rein. Da kann ich sie treffen, okay. Jetzt wieder evade. Ja. Sehr gut. Jetzt wieder die Decke wahrscheinlich. Nachladen. Ah, scheiße. Nicht mehr genügend Munition, ey. Muss ich jetzt mit der Stange zuhauen, wenn sie nach unten kommt? Kommt sie jetzt nochmal nach unten? Ja, jetzt. Und jetzt. Ja, getroffen. Ist wieder an der Wand. Ah, sehr gut. Oh, jetzt ist die Crowbar aber defekt. Nein, jetzt konnte ich nicht evaden. Krass, das hat viel Energie abgezogen. Muss ich erstmal ein Medipack nehmen, ey. Erstmal ein Medipack nehmen. Okay. Und jetzt. Nein, nicht getroffen. Was ist das denn? Okay, krass, hat es uns wieder ganz schön was abgezogen, oder? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel das geheilt hat, das Medipack. Wie viel Schuss haben wir da noch? Weg da! Meine Güte, im falschen Moment nachgeladen. Oh, guck mal, Energie ist ganz schön weit unten schon wieder. Werde ich wohl ein bisschen weggehen. Es ist ätzend, dass ich nicht nach oben zielen kann, ey. So, jetzt. Meine Güte, jetzt sterbe ich hier noch, oder was? Weg, 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 weg! Okay, jetzt erstmal Medipack nehmen. Meine Herren. Was habe ich da noch? Medium. Wie viel heilt das? Jetzt habe ich keins mehr. Na, großartig. Jetzt ist mir da Lollipop. Halt alles nur Hunger und Durst. So, dann müssen wir sie jetzt so besiegen, die alte Japano-Hexe. Wo ist sie denn jetzt wieder? Und drauf da. Ja, genau. Perfekt. War's das? Evade! Krass, was ist das für ein ellenlanger Kampf? Drauf. Nein. Zu spät. Okay, jetzt wenn sie von der Decke kommt. Zack, genau. Und jetzt wenn sie an der Wand ist. Jetzt. Ja. Was ist das? Evade, was immer noch nicht. Was ist mit ihr, ey? Ist unbesiegbar. Unkaputtbar, oder was? Drauf. Jawohl. Bisschen Munitionssparung hier wieder. Drauf. Jawohl. Jetzt. Oh. What the fuck, was für ein Kampf, ey. Unglaublich. So, jetzt ist die Wand weg. Genau, hier muss ich jetzt weiter.
Oh, jetzt wäre ein Speichertelefon nicht schlecht. Nach dem einstündigen Bosskampf. Alter Schwede. Ah, hier gibt es immer eine Leiter. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Ah, sehr gut. Ein Telefon, na dann. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder nach diesem spannenden Kampf. Ganz schön aufregend. Bis zum nächsten Mal dann, euer Dread.